Wunderschönen guten Morgen. Also mit dieser Übung zeige ich euch, wie ich hier nach bald 3 Wochen die Operation, große Operation hinter sich und wie, damit ich diese Schmerzen weniger machen kann. Und wie ich tut diese Übung, damit ich bin schnell wieder diese Selbstheilung in mir aktiviert. Ja, das geht ganz schnell und auch simpel. Und zeige ich euch auch ein paar Übungen in die Hände. Und nach diesem Naturgesetz ist, wie oben ist unten, wie innen ist außen. Und das machen wir so simpel. Das ist ganz einfach. Also, ja, also der Schnitt ist so lang und das stört auch ein bisschen die Meridiane. Und man kann schön Samen massieren. Und innerlich, wir sagen mit unserer Kleinen, Dankeschön, es tut mir leid, ich liebe dich, bitte verzeih mir. Also ganz schön Samen umgehen. Und die Körper braucht auch schöne Streichen halt. Und in meiner Privatsitzung, Einzelsitzung, ich habe auch sehr viele Frauen oder Männer auch, die berühren sich nicht. Die hat auch nicht für sich was gut tun. Und die Körper brauchen diese Streichen halt. Also ich mag für mich. Ich liebe meinen Körper und dadurch mache ich was Schönes für mich. Ist das einfach so. Also man kann hin und runter, hin und so runter und dann schön tief ein- und ausatmen. Also voll einatmen mit dem Bauchdecke schön voll. Kann man zählen mit 4 oder mit 7, so lange wenn man kann. Also die Übung anfangen mit 4 und dann kann man auch steigen mit 7 oder 8. Im Moment bin ich in 8. Also man einatmen, 1, 2, 3, 4 und dann kann ein bisschen anhalten, 1, 2, 3, 4 und dann richtig ausatmen. Und wenn einatmen, mit schönen Gedanken, schönen positiven Gedanken hinein und mit dem Ausatmen dann alles, was negativ ist in uns, in mir, darf alles rausgehen und transformieren. So, das war die Atmung. Erstmal die Streichen und die Atmung. Und nun geht mit den Übungen von den Händen. Also viele sagen, ich habe Arthrose, ich habe Schmerzen in die Hände. Und kann man auch schön diese Hände bewegen, die Übungen. Jeder Finger. Das ist auch schöne Übung. Und einfach. Und man kann damit programmieren, so die Liebe, die erfolgreich, die Gesundheit und die Fülle im Leben. Ja, kann man so aktivieren. Also, und man kann auch schön so beugen. Erstmal Stück für Stück nach hinten. So, und in diesem Punkt auch richtig so aktiviert. Also wenn man hier vorstellen, dann ist das gleiche wie unsere Beine, so wie wir laufen. Ja, und dann man kann so schön wegmassieren, so raus, damit die Beine besser gut geht und die Beine auch schlank, kann man schön Kleider anziehen. So, und wenn so sehen, dann wie unsere Hände. So. Und man kann so ziehen, massieren und man kann auch mit dem Ring so massieren. Das ist auch sehr gut. So, und manche hat gefragt, was ich mit meiner Blase, man kann auch schön hier, da
damit die Blase richtig loslassen kann. Ich habe schon in anderen Videos schon extra gemacht, wegen die Blase schwach. Also. Und viele haben auch die Probleme mit dem Nacken. Man kann auch direkt hier Nacken reiben oder so. Dann schön richtig diese Übung machen. Man kann überall machen. Also wenn man mehr im Büro oder sitzen mit dem Computer, man kann immer zwischendurch diese Übung machen. Und da ist der Kopf, die Reflexzone ist. Und da ist der Nacken. Und man kann schön locker machen. Oder wenn man Husten haben, man kann auch hier so drauf, damit man die Husten lindern kann. Und viele hat auch mit dem Bauchproblem, dicke Bauch und so zunehmen. Und man kann auch hier sanft hin und zurück massieren. Ne? Dann reguliert auch das Bauch und man essen mehr bewusst, was man nehmen möchte. Also beide Seiten. Und die ist auch sehr schöne Punkte, weil wenn ich operiert ist, dann weiß ich, die nehmen immer die Blut von hier, ne? Und immer hier. Und dann kann man auch so schön hier sagen, was hin. Okay, also wie oben ist unten und ich mache gerne Abkürzung. Und dann mache ich auch hier und damit die unten Teil ist besser geht. Also wenn man Zeit hat, natürlich, man kann auch schön mit den Beinen und die Füße machen. Aber wenn man weniger Zeit ist, dann macht einfach so. Also, das war die Anwendung, wo ich jeden Tag nutzen für mich und möchte ich gerne für euch weitergeben. Also viel Spaß bei dieser Anwendung und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben unten, wie wirkt nach einer Woche, nach einem Monat und so weiter. Also ich wünsche euch viel Spaß und so viel Freude im Leben. Also nehmt die Wunder im Leben an und mit Dankbarkeit. Alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Ich hab euch lieb.